Wollen die Berliner Olympia oder wollen sie es nicht? Seit bekannt ist, dass die Spiele im Zeichen der Ringe hier bei uns vielleicht stattfinden könnten, ist klar, dass die Bürger dazu befragt werden müssen. Der Ausgang des Tempelhof-Entscheids war einigen in der Politik eine Lehre. Also ist ein Votum des Volkes nötig, mit mehr oder weniger weitreichenden Folgen. Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Dass der Senat seine eigenen Bürger befragt, etwa zur Olympia, ist in der Berliner Verfassung nicht vorgesehen. Aber er muss fragen, denn der Deutsche Olympische Sportbund will wissen, was die Berliner von einer Olympia-Bewerbung halten. Statt die Verfassung zu ändern, was für eine solche Bürgerbefragung zwingend notwendig wäre und was zeitlich knapp ist, will die rot-schwarze Koalition die Berliner nur unverbindlich befragen. Indiskutabel nennt das die Linke im Abgeordnetenhaus und will jetzt die Olympiadebatte nutzen, um generell mehr direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung festzuschreiben. Diese Angst vor den Bürgerinnen und Bürgern halte ich für komplett unbegründet. Es soll eine Ergänzung der direkten, der parlamentarischen Demokratie sein, auch zukünftig eine Ergänzung sein, eine Korrektur der Politik sein. Es soll die Politik im Parlament und im Senat nicht ersetzen. Die Idee, ein Volksreferendum soll her. Nach einer Parlamentsentscheidung kann es innerhalb von 2 Wochen angemeldet werden. Dann müssen 50.000 Unterschriften in 3 Monaten gesammelt werden, damit sich das Abgeordnetenhaus noch einmal mit seiner Entscheidung befasst. Bleibt das Parlament bei seiner Entscheidung, könnte es direkt zum Volksentscheid kommen, bei dem schlicht die Mehrheit gewinnt. Die CDU zeigt sich erfreut darüber, dass ausgerechnet die Olympiakritiker aus der Linkspartei Vorschläge präsentieren. Ihr macht der Zeitdruck in der Olympiafrage allerdings Kopfzerbrechen. Deswegen sind wir in der jetzigen Diskussion gegen eine Verfassungsänderung. Aber diesen Prozess, wie wir Demokratie und Beteiligung neu strukturieren können, den sollten wir in der Tat jetzt in den kommenden Wochen und Monaten intensiv führen. Anders die Union in Hamburg, wo für eine Olympia-Befragung ebenfalls die Verfassung geändert werden müsste. Hier hat die CDU einen entsprechenden Antrag eingebracht, der im Verfassungsausschuss jetzt beraten wird. Die Opposition in Berlin ist uneins, ob und wann die Verfassung geändert werden soll. Wenn man Volksbefragungen durchführt, dann müssen die verbindlich sein, dann müssen die auf Grundlage der Verfassung gemacht werden und können nicht bessere Infratestumfragen sein. Klar muss sein, dass es kein Lex Olympia wird, sondern dass es eine echte Verbesserung der direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten im Land gibt und eben auch eine vernünftige Verfassungsänderung. Man kann darüber diskutieren, eine Abstimmung in Berlin über das Thema zu haben. Man muss dabei aber bedenken, dass wir die Verfassung bis dahin nicht mehr werden ändern können in Berlin. Und insofern sagen wir, es ist vor allem wichtig, eine vernünftige Beteiligung der Berliner und Berlinerinnen an der Olympia-Gestaltung hinzubekommen. Wenn Berlin allerdings erst für 2028 seinen Hut in den Olympischen Ring wirft, würde die Zeit für eine Verfassungsänderung reichen.